Ihr habt mich damals als einen dürren jungen Mann kennengelernt und das kann man auch heute noch sehen in meinen ersten Videos. Die sind immer noch online, sind vor 5 bis 6 Jahren und damals habe ich ja mit dem Kanal angefangen, weil ich ja auf die Rohkost umgestiegen bin. Und ich bin ja heute immer noch auf der veganen Rohkost. Und zur damaligen Zeit, vor diesen 5 bis 6 Jahren, hat man mir gesagt, ich muss unbedingt tierische Produkte zu mir nehmen. Ich muss so schnell wie möglich Gewicht zulegen, Kalorienüberschuss, Eiweiß unbedingt zu mir nehmen, genug Nährstoffe, also das ganze Paket muss ich zu mir nehmen. Und das Interessante dabei ist, ich habe jetzt auf meinem heutigen Standpunkt, habe ich meine Rohkost nochmal zusätzlich verfeinert, bin nochmal zusätzlich leichter geworden. Und ich habe mich eigentlich nicht an die Tipps gehalten und genau das Gegenteil ist passiert. Ich bin nicht gestorben, ich habe mehr an Gewicht und Muskelmasse zugenommen. Aber die interessante Frage dabei ist, wie ist das eigentlich alles möglich? Diese Wie-Frage stelle ich auch immer sehr gerne Menschen, die ich neu kennenlerne und wir über Ernährung sprechen. Also klassische Glaubenssachen wie zum Beispiel die Eiweißtheorie, die Kalorientheorie oder auch die ganze Nährstofftheorie und Mangeldenken, da auftritt, die es ja in dem Gesundheitswesen ja im Allgemeinen gibt. Da stelle ich immer diese Frage, wie es denn sein kann, obwohl ich mich nicht an die Eiweißtheorie halte, obwohl ich mich nicht an die Kalorientheorie halte, obwohl ich keine Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehme, jeglicher Art, nicht mal Vitamin B12 oder Vitamin D oder sonstige Mineral- und Nährstoffe, supplementiere auch Eisen nicht. Wie es denn sein kann, dass ich am Anfang von der Rohkost, also wo ich begonnen habe, vegan und rohköstlich umzustellen, innerhalb von 6 Monaten von 70 Kilo, wo ich auch muskulös war, rund auf 39 Kilo runtergekommen bin und jetzt wieder nach 5 Jahren wieder so an die 70 Kilo wieder kratze, Muskeln wieder zunehme und einfach an Gewicht zugelegt habe. Nice. Ja. Um dieses Wie zu klären, ist es am besten, ich erzähle euch, wie ich denn überhaupt in diese Situation gekommen bin, dass ich nur noch 39 Kilo gewogen habe und jetzt nach 5,5 Jahren wieder Muskelaufbau und an Gewicht zugelegt habe. Also dieses Paradox dann auch nochmal, sodass ich mich auch aufgreife. Also angefangen hat alles, dass ich innerhalb von 6 Wochen von vegetarisch auf vegan auf die Rohkost umgestiegen bin. Und da war es halt dann so, dass ich das sozusagen parallel gemacht habe. Ich habe mir halt im Internet und in Bücher durchgelesen und nebenbei halt das, was ich gelesen habe, sofort angewendet habe, was so zurückblickend ein ziemlich großer Fehler gewesen ist. Wenn man auf die Rohkost umsteigt, muss man schon wissen, was man tut. Sonst passiert genau das, was ich euch jetzt folgend erzählen würde mit dem starken Gewichtsverlust. Weil ich habe dann angefangen, weil ich noch nicht so viel Ahnung habe, welche Rezepte oder was ich alles zu mir nehmen konnte. Oder dass es halt die Eingewöhnungsphase etwas einfacher ist. Was kann ich denn eigentlich alles essen? Hatte ich da wenig Plan und habe das ein bisschen so kreuz und quer gemacht, wusste die Lebensmittelkombination nicht ganz, habe die nicht so verinnerlicht, habe mich sehr viel Stress gemacht und habe auch zu früh auch mit dem Fasten begonnen. Und weil ich halt dann recht schnell auf die Rohkost umgestiegen bin und weil die Rohkost sehr reinigend wirkt und entgiftend, habe ich dann die volle Wucht darauf bekommen. Also dann die ganzen Mangelerscheinungen, die man ja kennt, müde, Schlappheit, Unkonzentriertheit und alles und dieser starke Gewichtsverlust auch. Das habe ich dann so ein paar Monate durchgezogen, bis ich auf diese 39 Kilo dann gekommen bin, wo ich dann angefangen habe, dass ich dann dieses Fasten etwas zurückgestellt habe und auch geschaut habe, dass ich am Anfang etwas mehr esse. Dann habe ich auch angefangen, sehr viele Sprossen mit zu integrieren. Da hat ja auch dann in diese Richtung hat dann auch mein Permakulturprojekt angefangen. Das heißt, das habe ich auch parallel gemacht, dass ich halt dann auch da nochmal zusätzlich mein eigenes Obst und Gemüse auch angebaut habe, auch Rüben, Smoothies daraus gemacht habe und mir auch einen Entsafter zugelegt habe. Ich habe mir also einen Mixer zugelegt und auch einen Entsafter, damit ich da mehr Vielfalt habe und da auch am Anfang ein bisschen mehr gegessen habe und auch ein bisschen mehr kunterbunter, also Gomero-Kost auch und auch sehr viel dichter. Das habe ich für ein paar Monate aufrechterhalten, habe da auch nebenbei, wie gesagt, mein Permakulturprojekt gemacht, habe da einige körperliche Sachen auch gemacht und auch nebenbei, was auch sehr wichtig ist, dennoch angefangen, so weit wie es ging oder so gut wie es möglich war, meinen Sport auch durchzuziehen bzw. auch zu machen. Also das heißt, da einfach versucht zu laufen und auch Krafttraining zu machen, was halt am Anfang recht hart für mich war und auch für mein Ego, sage ich mal, oder für mich persönlich ein Knacks war, weil ich halt zuvor mit 16 habe ich angefangen Krafttraining zu machen und in diesen fünf Jahren habe ich sehr viel Muskeln auch aufgebaut und innerhalb von einem halben Jahr sozusagen habe ich alles verloren.
Und das hat mich dann schon ein bisschen depressiv gemacht, dass ich halt selbst die einfachsten Übungen wie Liegestützen, Kniebeugen und Klimmzüge nur noch sehr schwer machen konnte und auch ganz wenig. In diesem Zeitraum von meinem Absturz und meiner Lebenskrise, sage ich mal, habe ich mir auch dann die Bücher von Arnold Ehre durchgelesen und auch einen Blog, den ich nur jedem empfehlen kann, beziehungsweise Facebook, Antios. Vielen Dank nochmal dafür, dass du mein Leben sozusagen gerettet hast. Der war dann sehr prägend für meine ganze Rohkostlaufbahn, sage ich mal. Und er hat mir dann alles ganz genau erklärt, warum es dann dazu gekommen ist. Das, was ich ja immer in meinen Videos sage, die Playlist verlinke ich euch oben in der Infokarte. Da auch gerne mal die ganzen Videos rauf und runter mal anschauen, was ich da so alles erzähle. Was hat es denn alles mit auf sich mit der Entgiftung, Mangelerscheinung, Kalorientheorie, Eiweißtheorie? Und da hat er mir das alles erklärt, sage ich mal. Aber ich habe mir die ganzen Dateien, die Naturalhygiene, die ganzen Leserbriefe, habe ich mir alles durchgeschaut. Diese Bücher und diese Leserbriefe findet ihr auch zum Beispiel auf meiner privaten Telegram-Gruppe, die Arbeitsgruppe. Könnt ihr auch mich gerne anschreiben, wenn ihr da Mitglied werden möchtet. Jedenfalls habe ich mir das angeschaut. Das hat mir auch sehr guten Rückhalt auch gegeben und mir auch Vertrauen gegeben, dass ich auf dem richtigen Weg bin, weil in meinem Umfeld und auch unter meinen YouTube-Videos ging es ja viel mehr um mein Aussehen, weil ich halt ziemlich ungesund oder krankheit aussah. Und die Leute halt immer meinen, ich würde halt in den nächsten Monaten sterben, wenn ich kein Fleisch esse, wenn ich nicht keine tierischen Produkte zu mir nehme. Hat man mir in meinem Umfeld gesagt, hat man mir im Internet gesagt und das halt über Jahre hinweg und nie ist immer irgendwas passiert. Auch wenn die Leute selbst nach 2 Jahren immer gesagt haben, du wirst halt das nächste Jahr nicht überleben. Ist ziemlich oft vorgekommen. Dann kamen auch die ganzen Ferndiagnosen, dass ich Anorexie hätte oder auch Magersucht. Jedenfalls habe ich mich davon nicht beirren lassen. Habe ja auch währenddessen auch Videos dazu gemacht, vor 2-3 Jahren, wo ich halt zum Beispiel 30 Tage Saftfasten gemacht habe. Ist bei den meisten Leuten nicht so gut angekommen, weil ich halt da noch nicht so das Gewicht oder die Muskelmasse auch zu dem Zeitpunkt halt hatte. Jedenfalls ging es ja dann so weiter. Ich habe dann, wie gesagt, regelmäßig Smoothies zu meiner Anfangszeit zu mir genommen, die Sprossen. Und das habe ich nach 1-2 Jahren natürlich weggelassen, weil ich halt meine eigenen Tomaten zum Beispiel und meine eigenen Gurken in meinem Permakulturprojekt auch hatte. Und ich jetzt das sozusagen verfeinert habe, meine Rohkostreinigung. Also ich nehme keine Smoothies mehr zu mir. Ich nehme keine Sprossen mehr zu mir. Ich esse eigentlich nur sehr wasserhaltige Sachen, also Tomaten, Gurken, Zucchini, ab und zu mal so einen Salat, Feldsalat auch jetzt momentan sehr gerne und sehr fruchtlastig, sage ich mal so 60-70% fruchtlastig. Und mein Fasten hat sich von der Zeit, also am Anfang konnte ich ungefähr so 3 bis 10 Tage fasten, habe da auch sehr viel Gewicht verloren, so 5 bis 10 Kilo manchmal. Und jetzt neuerdings habe ich ja letztens erst 30 Tage Fasten hinter mir. Kann man sich auch gerne das Video anschauen, kann ich auch nur jedem empfehlen. Und insgesamt in dem Jahr, also 2022, 100 Tage Fasten am Stück. Also dann ist so eine Mischung immer aus Saftfasten, Wasserfasten und Trockenfasten, immer so unterbunt. Und mein intermittierendes Fasten hat sich die letzten Jahre von der Anfangszeit von 16,8 auf 20,4 Trockenfasten ausgebreitet. Also Trockenfasten. Und ich muss schon sagen, ich bin wirklich durch, ich sag mal, meine persönliche Hölle durchgegangen. Ich hatte sehr viele Entgiftungsheilkrisen, habe aber nichts genommen. Ich habe keine Parasitenkuren zu mir genommen. Ich habe auch keine Nahrungsergänzungsmittel zu mir genommen oder sonstige Stimula. Ich nehme auch kein Ingwer mehr, nehme kein Knoblauch mehr oder sonstiges. Ich habe auch schon einige Videos gesagt, wie gesagt, Playlist gerne anschauen, warum ich die Sachen nicht so sehe, wie ich sie so sehe. Ich nehme auch momentan auch keine Wildkräuter. Ich habe das einfach alles so durchgezogen und bin auch durch schlechte Phasen wie ein Mann, sage ich mal, durchgegangen. Habe auch dementsprechend meinen Sport weiter ausgebaut. Ich bin jetzt momentan bei einem Split-Training. Das heißt, ich habe ein Dreier-Split-Training. Also ich tue an 3 Tagen an einer Klimmzugstange Calisthenics machen. Also Eigenkörpergewichttraining mit Klimmzügen, Liegestützen und so weiter. Dann 2-mal tue ich dann meine Beine trainieren richtig mit Sprints, mit Kniebeugen. Da mir etwas zusammengestellt und 2-mal durch meinen Bauch und meinen unteren Rücken noch trainieren und dann 4 Tage nochmal zusätzlich Cardio, also an manchen Tagen tue ich sogar 2-mal am Tag trainieren. Das kombiniert mit meinem Kung Fu bzw. mit meinem Tai Chi auch 2 bis 3 Stunden am Tag. Also auch hier ungefähr so 2 Stunden Tai Chi und Qigong und 1 Stunde dehnen und dann kommen noch so akrobatische Sachen mit dazu, Fallen üben oder was ich auch neuerdings mache, ist halt auch meine
meine Hände, meine Gelenke, ich nenne es mal abhärten. Ich schlage halt dagegen gegen Wände, damit ich halt nicht mehr also den Schmerz verspüre, wenn ich gegen irgendwelche Sachen schläge, sondern auch durch härtere Sachen einfach, sagen wir mal, durchschlagen kann. Neben dieser Verfeinerung meines Essverhaltens, den zunehmenden Fastenperioden und auch dem ganzen Krafttraining, was sich ja stetig aufgebaut hat, habe ich ja auch einerseits sehr viel meditiert, die ganzen Glaubenssätze von den ganzen Eiweißtheorie, Nährstofftheorie, Kalorientheorie auch fallen gelassen. Und was ich natürlich auch zusätzlich mache, um die Entgiftung zu unterstützen, basische Bäder in Waschsoda, habe ich auch ein Video dazu gemacht, Luftbaden und Sonnenbaden, was sich dazu sehr gut eignet, was sich halt in Kombination mit meinem Permakulturprojekt nochmal zusätzlich in Synergie auch geht. Das sind so meine Entgiftungsmethoden, die ich halt über die Jahre hinweg halt mitgemacht habe. Und da geht es halt einfach um diese Denkweise. Ich habe nicht mehr dieses Mangeldenken wie die meisten mit ihren Parasitenkuren. Das ist böse, schrecklich, die ganzen Parasiten. Da ist Böses im Busch. Was? Böses? Böses! Beziehungsweise im Magen und auch die ganzen Heilmittel, die versprochen werden, Nahrungsergänzungsmittel und so, das brauche ich alles gar nicht mehr. Ich bin auch seitdem her überhaupt nicht mehr rückfällig und wenn ich mal wirklich eine Heilkrise habe, dann stehe ich die einfach durch wie ein richtiger Mann, wie ein Shaolin-Mönch, sage ich mal. Und das ist halt, wie ich finde, sehr wichtig, weil dieses ganze Leid, was ich mir aufertragen habe, das hat mich wirklich sehr robust gemacht, weil ich habe auch in meinen Videos erzähle ich ja auch, dass es eine Ernährungsumstellung wie ein Drogenentzug ist und genau das ist es halt auch. Und wenn ich mir dann im Vergleich andere Leute anschaue, die gerade in den Anfangszeiten sind und dann immer mit irgendwelchen Sachen daherkommen, dieses Nahrungsergänzungsmittel, dieses Heilmittel, probier mal das und das und das. Und die Leute machen sich wirklich einen sehr großen Kopf, wenn es um Sachen Ernährung auch geht. Was kann ich essen, was kann ich nicht essen, wie geht es mir besser? Ich möchte, habe eine Entgiftungsheilkrise und möchte keine Kopfschmerzen haben, kann ich irgendwas nehmen, dass es sofort weggeht. Also immer noch diese alte Einstellung wie die meisten. Ich habe ein Leiden, ich nehme eine Pille, weg damit. Und das ist halt nicht die Rohkostreinigung. Ich sag bewusst nicht Ernährung, sondern Rohkostreinigung, weil es ein Reinigungsprozess vom Körper ist. Deswegen auch dieser anfängliche Gewichtsverlust. Und wenn man halt trainiert und seinen Körper weiter reinigt, dann baut man einen aerobischen Körper auf, der durchs Fasten nicht so schnell weggeht. Das ist nämlich bei mir der Fall. Also am Anfang hat mein Körper den falschen Körper abgebaut, die ganzen Schlacken. Und das ist richtig viel. Würden wahrscheinlich die meisten nicht glauben, aber wenn man über Generationen hinweg nur unnatürliche Sachen isst, den Körper vollstopft und dann das sein halbes Leben auch macht, dann sind es keine 2 Wochen Heilfasten, das dann alles draußen, sondern das geht dann noch sehr weiter mit der Entgiftung. Jedenfalls zu den Geschichten, die ich ja kennengelernt habe, kennen sehr viele, die dann sehr früh frutarisch werden. Geht am Anfang ziemlich gut. Mir ging es ja am Anfang bei der Ernährungsumstellung auch gut, bis dann der Rückfall kommt, diese ganzen Rückschläge, wo es dann richtig kritisch werden kann. Und dann fangen dann die Leute an, ein bisschen rum zu experimentieren, also dann rohes Fleisch zu sich zu nehmen, Honig oder rohe Milch. Das habe ich zum Beispiel nicht gemacht, weil ich halt diesen Prozess kenne, die Entgiftung halt schrittweise das auch mache. Und das Gleiche auch dann kann ich Leute, die ja dann von der veganen Ernährung dann die negativen Sachen dann bekommen haben, dann haben sie sich mal anstelle von eine längere Zeit schlecht gefühlt und dann haben sie dann angefangen, komplett auf Carnivore-Ernährung umzusteigen und jetzt tun sie das auf Hochheben, das Anbeten, sage ich mal, oder ihr wisst schon, was ich meine, nicht so wörtlich nehmen, dass das jetzt das Nonplusultra ist. Also zuerst war es die vegane Ernährung, dann ist es die Carnivore-Ernährung und man schwört jetzt nun darauf. Und wie gesagt, selbst die meisten Rohköstler, ich sag mal 99%, wissen nicht mal, was ich gemacht habe, haben nicht mal das Verständnis davon. Selbst die schleimfreie Heilkost von Arnold Ehret gelesen haben, wissen wahrscheinlich nicht ganz, wie das hier funktioniert, wie der Körper funktioniert, wie es mit der Entgiftung zu tun hat. Da braucht man halt erstens das Verständnis und auch die eigene Erfahrung und dass man halt auch neben der Ernährung unbedingt den Sport mit integrieren muss, also aerobisch sein, Krafttraining machen, so Bruce Lee-mäßig, sage ich mal, so in diese Richtung möchte ich auch gehen, weil ich ja sehr viel Kampfkunst mache, ich möchte ja dieses Kämpferische machen, aber das ist halt diese Querverbindung, einerseits die Ernährung
und nicht mehr in dieses Mangeldenken kommen, aber auch diese Entgiftungsaspekte und das Krafttraining nicht unterschätzen. Es kommt auch immer wieder vor, dass Leute zu mir sagen, ich hätte keine Ahnung oder ich sei nicht studiert, ich habe keine Heilpraktika-Ausbildung und so weiter. Wenn es mal darum geht, wenn ich mit Leuten in Diskussionen komme, wenn es halt um Ernährung geht, Symptomheilungen, Entgiftungen, Krankheiten und dann mit Nahrungsergänzungsmitteln oder Heilkräuter, Wildkräuter um sich geworfen werden und ich dann versuche den Leuten zu erklären, wie es eigentlich wirklich ist, dass es wirklich nicht heilt, dass man das mehr die Entgiftung bremst und umlenkt, also das, was ich ja in meinen Videos immer predige, und dann die Leute sich auf den Schlips getreten fühlen und mir dann, wie gesagt, sagen, ich hätte keine Ahnung, was ich da überhaupt tue. Und da einfach meine Frage an euch: Wisst ihr, was ich überhaupt mache, was die Rohkostreinigung ist, und könnt ihr mir jetzt auch einfach erklären, wie es denn sein kann, dass ich von 39 Kilo auf fast 70 Kilo wieder hochkomme und auch weiterhin Muskeln weiter aufbaue und es mir auch immer besser geht, obwohl ich so viel optimiert habe, immer weniger esse, leichter esse, Monomahlzeit mit einbaue. Kann das mir einer dann von euch erklären, wenn man mir sagt, ich hätte keine Ahnung? Weil wenn ich keine Ahnung hätte, dann dürfte ich nicht leben, und genau das ist der Gegenteil der Fall. Und ich bin sozusagen das lebende Beispiel. Ich muss ja wissen, was ich da tue. Sonst würde das ja komplett in die Hose gehen, dass ich von einer kritischen Situation wieder mich super stabilisiert habe und es mir besser denn je geht. Also wenn jemand behauptet, ich hätte keine Ahnung, der kann sich dann bitte so frei fühlen, hier unten in die Kommentare bzw. mir per E-Mail ausführlich zu schreiben, wie das denn Ganze abläuft, wie ich denn eigentlich am Leben sein kann, trotz alledem, was ich denn hier alles gerade beschrieben habe und auch mache. Ich für meinen Teil weiß ganz genau, was ich tue. Ich habe mir da mehrere Bücher durchgelesen, habe da die Erfahrungen, habe da auch schon mit alten Hasen von Rohköstlern gesprochen, die genau das Gleiche machen. Und ich bin hier einfach, sage ich mal, das Extrembeispiel bzw. der Beleg, dass es funktioniert. Dass man es, wenn man es mit Bedacht und, sagen wir mal, mit Wissen tut, es funktionieren kann. Von daher, wenn du auch wissen möchtest, wie das alles funktioniert und da auch nicht in dieses tiefe Loch bzw. dein Leben abschießen möchtest und dir ein richtig großes Leid zufügen möchtest bzw. dein Leben ruinierst, dann kontaktiere mich gerne. Ich biete Einzelcoachings, Gruppencoachings, Monatscoachings an, auch in Fastenbegleitungsform, aber auch Einstiegskurse in die schleimfreie Heilkost, damit wirklich du davon profitieren kannst, du dir Zeit sparst, deine Gesundheit aufs nächste Level zu bringen. In diesem Sinne, schau auch gerne auf meine anderen Videos vorbei, habe ich ja alles verlinkt. Schau auch gerne auf meiner Webseite vorbei für weitere Informationen. Schau auch gerne auf meinen Telegram-Kanal vorbei. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin.